Bundespräsident, vielleicht würden Sie auch einige Worte heute Morgen. Nur wenige. Mein Regierungsbezirk geht hier 360 Kilometer lang an dieser Grenze. Und es ist für mich ein wirklich sehr erhebendes Gefühl, dass nun diese Grenze für uns alle so durchlässig wird und dass wir miteinander kommunizieren können. Ich kenne diese Stelle hier als Student aus Göttinger Zeiten noch sehr gut und bin sehr glücklich, dass ich Ihnen heute hier begrüßen darf. Herr Landrat, Herr Regierungspräsident, Herr Dr. Engelhardt, ich freue mich ungemein und ich teile Ihre Auffassung, die Sie hier geäußert haben, bis ins Letzte. Ich bin am vergangenen Freitag, vorgestern war mein erster Tag im Rat des Kreises in Heiligenstadt. Ich wurde vergangenen Donnerstag zum Vorsitzenden des Rates gewählt. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich bereits in der vergangenen Woche, als das doch alles noch sehr unwahrscheinlich war, dass ich heute auch hier stehen kann, privat schon in Bonn war. Ich habe mit Herrn Staatssekretär Strottmann vom Bundesumweltministerium gesprochen. Ich habe mit vielen anderen gesprochen. Es ist mal zutiefst mein persönlicher Wunsch, dass wir gute Beziehungen zueinander aufbauen. Denn auch für mich ist dieses eine unselige Grenze. Und die künstliche Teilung der deutschen Nation wird hoffentlich jetzt auch in diesen Tagen überwunden werden. Es ist mein Wunsch, dass die Einheit der Nation, ich habe es auch am vergangenen Donnerstag gesagt, schrittweise wiederhergestellt wird. Weg war sie nie. Sie hat 40 Jahre gewiss ein kümmerliches Dasein erlebt. Aber ist sicher heute in einem ganz neuen Maße wiedererwacht. Ich freue mich, dass dieser Tag möglich ist. Und ich bin auch tief gerührt in dieser Stunde. Natürlich werden wir in der nächsten Zeit sicher noch mit dieser unseligen Grenze leben müssen. Aber auch mein Ziel ist es, da wo ich meinen Beitrag zu leisten kann, dass diese Grenze immer durchlässiger wird und immer mehr auch verschwindet. Und auch dieser Stacheldraht ist etwas, was auch ich persönlich als abscheulich empfinde. Ich will ihn genauso weghaben, nur wir alle, wir werden es sicherlich auch in der nächsten Zeit lernen müssen, dass wir noch mit diesen Dingen irgendwo doch leben. Wir müssen das verhindern, gerade auch bei uns, dass die Emotionen so aufgeweicht werden, dass wir in Anarchie verfallen. Das ist mein allergrößtes Ziel derzeit, dieses zu verhindern, dass wir miteinander sprechen. Und ich würde Sie herzlich bitten, auch, dass Sie uns in diesem Bemühen dann unterstützen und entgegenkommen. An meiner Bereitschaft liegt es überhaupt nicht. Nochmal schönen Dank auch. Mit Gott fang an. Grüß dich. Ich bin ja auch hier. Hier jetzt Begrüßung. Wollte ich jetzt stecken? Ja, Sven, ja, weißt du Bescheid? Ja. Ja. Da steht er noch. Er sagt, ich bin für den Morgen, sag ich, wer bist du denn? Ich schon mal kurz zu da sehen. Also schwenkt über die ganzen Leute weg. Sind da am Zaun schon. Die ersten marschieren schon los. Der Helga ist zu Hause und passt auf die Möbel auf, das ist keiner klar. Warum? Geht die nicht mehr? Die ist ja hier, sitzt ja am Sektdenken jetzt. Thank you.
nimm dich mal ein Bild mit von dem Zaun hier. Das haben wir auch, ich hab schon mehr. Genau. Herzlich willkommen in Bishan. Jeder soll mal hierher kommen.